Herzlich willkommen in der Lerngalaxis. Mir wurde die Frage gestellt, wie erstelle ich ein beschreibbares PDF-Dokument für meine Schülerinnen und Schüler? Auf diese Frage möchte ich heute antworten mit Teil 1 der Erstellung von beschreibbaren Dokumenten mit dem Programm OpenOffice Writer. Kleine Vorausschau, im Teil 2 schauen wir uns dann mal Adobe Acrobat an. Bis gleich. Ein beschreibbares PDF-Dokument ist vom Grunde her nichts anderes als ein Textverarbeitungsdokument mit Formularfeldern, die dann in PDF abgespeichert werden. Jetzt können Sie natürlich fragen, ja gut, warum kann ich da jetzt nicht Microsoft Word nehmen? Damit kann ich ja auch Formulare erstellen. Das ist richtig. Nur beim Export in das PDF-Format verliert das Dokument seine Formularfelder. Aus dem Grund gehen wir in die OpenOffice-Szene, hier an sich OpenOffice Writer. Und wir betrachten jetzt mal drei Grundelemente: das Textfeld, das Auswahlfeld und das Optionsfeld. Und ich meine, mit diesen drei Grundelementen kann man schon richtig schöne, ausfüllbare PDF-Dokumente erstellen. Ja, so sehen sie aus, wenn wir sie dann erstellt haben. Ich habe also hier ein Textfeld und der Schüler kann dann reinschreiben: Stockholm oder welche Farbe hat die französische Flagge? Rot, blau, weiß, gelb oder grün. Das sind also die Auswahlfelder. Heißt, ich kann mehrere Varianten wählen. Und der dritte Teil sind unsere Quadratzahlen, die Quadratzahl von 16. Hier sind die Optionsfelder hinterlegt. Ich kann also eine von diesen dreien auswählen. Habe ich gemacht. Ja, jetzt wird das Dokument gespeichert und kann dem Lehrer elektronisch oder als ausgedrucktes Element zur Verfügung gestellt werden. Ich bin jetzt in einem Textdokument vom OpenOffice Writer und die Frage, die man sich vorab stellen sollte, ist: Habe ich eine Vorlage in Word oder muss ich das selber erstellen? Wie soll das Dokument aussehen? Habe ich eine Printvorlage? Und das sind die Vorabüberlegungen. Habe ich gemacht. Ich habe also jetzt möchte ein ausfüllbares Dokument mit drei Fragen erstellen. Und jetzt brauche ich als Wichtigstes natürlich eine spezielle Symbolleiste oder um gesagt drei spezielle Symbolleisten. Diese Symbolleisten finde ich über Ansicht, Symbolleisten. Und wir brauchen also jetzt gleich den Formularentwurf, die Formularnavigation und die Steuerelemente. Von der Wichtigkeit her, es reicht aus, wenn Sie nur die Steuerelemente aktivieren, aber wir nehmen jetzt mal alle drei. Das heißt einmal die Elemente, den Formularentwurf und als letztes die Navigation. Ja, die Elemente sind rechts. Ich habe es vorher so hin positioniert. Ich könnte das auch hier oben in die Symbolleisten Ebene einbinden. Dann habe ich hier den Formularentwurf und hier unten, hier ist die Navigation, wenn wir dann später mit den Formularfeldern arbeiten. Wie heißt die Stadt in Schweden, Hauptstadt von Schweden? Das wird ein Textfeld. Da habe ich an Sie hier das Textfeld und hier hilft uns auch der Mauszeiger. Ich gehe drüber, aktiviere das Textfeld. Sie sehen, er zieht mir jetzt ein Kreuz auf. Und mit diesem Kreuz öffne ich jetzt ein Feld. Damit ist es eigentlich schon fertig. Und jetzt hole ich mir die nächsten Elemente. Das heißt, ich brauche Auswahlfelder. Markierungsfelder heißen sie hier. Einmal geöffnet. Von der Größe her brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die können dann später nochmal bearbeitet werden. Markierungsfeld 1. Markierungsfeld 2. Und Markierungsfeld 3. Damit habe ich jetzt drei Auswahlfelder aktiviert. Über diesen Auswahlzeiger kann ich diese Felder jetzt an sich an die Stellen positionieren, wo ich sie gerne hätte. Bitte beachten, es wirkt das gleiche Prinzip wie in Word, Textdokument. Ich füge diese Elemente wie eine Art Bilder in eine Zeile ein. Und das bedeutet, das kann also jetzt mit dem Positionieren ein bisschen Problem geben. Ich kann aber hier mit der Tastatur arbeiten.
Ich kann also jetzt auch die untereinander stellen, je nachdem, wie das jetzt von mir gefordert ist, wie ich meine Frage aufbauen möchte. Ich kann die Größe ändern. Und wie komme ich jetzt an die Beschriftung? Ich klicke per Doppelklick auf das entsprechende Element und Sie sehen, hier wird ein Name angezeigt und ein Titel. Den Namen braucht das System intern, weil es ist ja ein Formular, welches man dann wirklich auch digital auslesen könnte. Und hier schreibe ich jetzt mal rein eine Farbe blau und rausgehen oder schließen des Feldes und Sie sehen, hier ist das Blau gekommen. Wie mache ich das mit den Optionsfeldern? Gleiches Prinzip, Optionsfeld aktivieren, Optionsfeld einfügen, anbinden, Doppelklick und in das entsprechende Titelfeld dann die Zahl oder den entsprechenden Begriff, den ich hier ausgewählt haben möchte. Bei den Optionsfeldern haben wir die Besonderheit, dass wenn wir mehrere Optionsfelder, ich baue die jetzt einfach mal so völlig unkoordiniert auf unser Feld. Also hier haben wir 256. Okay, und ich habe noch einen dritten, weil es sind ja meistens immer drei. Immer schön aktivieren, rüberholen und Titel 44. Ja. Wie bei vielen Dingen geht es in erster Linie um den Inhalt und dann um die Form. Wir haben also jetzt unsere Felder platziert und jetzt geht es um die Formatierung. Wir sind im Entwurfsmodus. Das erkennen Sie daran, dass erstens hier die Symbole eingeschaltet sind und wenn ich ihn ausschalte, sehen Sie hier alles ausgegraut und ich könnte jetzt schon hier markieren. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass das funktioniert. Ich gehe wieder in den Entwurfsmodus und das erkenne ich daran, dass die Markierungszeichen vorhanden sind, wenn ich die einzelnen Elemente anklicke. Ich hatte schon gesagt, diese Elemente werden wie Art Bilder eingefügt und das kennen wir aus anderen Textverarbeitungsprogrammen unter dem Begriff Textfluss. Das bedeutet, wir müssen also den Textfluss, sprich also hier als Anker dargestellt, auf an der Seite einrichten. Für alle Elemente ist vorbereitet und jetzt kann ich die einzelnen Elemente an die Position stellen, wo ich sie gerne hätte. Ich kann das auch mal ein bisschen schick machen. Für die Versierten unter Ihnen, die das dann schon etwas tiefer gehen, man kann das natürlich auch gleich in dem Zusammenhang machen, wo man das Element aktiviert. Ich zeige Ihnen das mal. Ich aktiviere ein Auswahlfeld, öffne per Doppelklick. Den Titel wichtig eintragen, Name nie verändern, bleibt so. Und hier haben Sie die Verankerung gleich mit in den Entwurfsbild und da gehen Sie auf an die Seite. So. Das gleiche habe ich jetzt auch mit unseren Quadraten gemacht. Das heißt also, die Optionsfelder sind jetzt positioniert. Hier ist noch eins ohne Anker. Dann nehmen wir das noch auf die Seite und auf die Seite. Und jetzt kann ich die an sich so positionieren, wie ich das gerne hätte, entweder nebeneinander oder untereinander, je nachdem, wie Sie Ihr Arbeitsblatt aufbauen müssen. Der Unterschied zwischen Auswahlfeldern und Optionsfeldern ist jetzt der, bei den Auswahlfeldern kann ich alle markieren und bei den Optionsfeldern darf nur einer der aktive sein. Das heißt, ich muss jetzt hier noch eine Aktivität durchführen. Ich muss jetzt den drei Elementen sagen, hallo, ihr gehört zusammen. Und das mache ich mit dem Kontrollfeld. Das ist also sowohl bei den Elementensymbolleiste als auch in der Entwurfssymbolleiste Kontrollfeld. Habe ich gemacht. Alle drei sind markiert über die Umschalttaste, also Groß- und Kleinschreibtaste. Ich gebe dem Ganzen einen Namen, hier in dem Beispiel Quadrat, weil es um Quadrat geht. Und das war es auch schon. Wenn ich jetzt den Entwurfsmodus ausschalte, kann ich jetzt schon mal ausprobieren. Das klappt wunderbar. Ich kann das also ein- und ausschalten. Und bei unseren Optionsfeldern sehen Sie, das klappt auch. Nur eins ist aktiv. Das ist in Ordnung. Speichern nicht vergessen, kann ich immer wieder nur sagen. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Und bei OpenOffice Writer ist es an sich der Moment des Datei. Export als PDF. Sie
speichern das ganze Element und wenn Sie das getan haben, dann wird Ihr Versuch belohnt mit den entsprechenden Feldern. Haben wir schon mal gesagt, hier können wir dann einschreiben, hier können wir ein- und ausschalten und hier können wir dann sozusagen umschalten. Fassen wir zum Ende nochmal das Gesagte ein wenig zusammen. Was benötigen wir zum Erstellen einer beschreibbaren PDF-Datei? In erster Linie ein Aufgabenblatt. Entweder es ist schon vorhanden oder Sie machen sich Gedanken, wie Sie das gestalten können. Seien Sie da einfach nur kreativ oder nutzen Sie Ihre bereits vorhandenen Aufgabenblätter, die ja schon existieren. Wir brauchen die speziellen Symbolleisten über Ansicht Symbolleisten und dann konnte es losgehen. Wir haben also dann die einzelnen Elemente an ihre Stellen gebracht. Wir haben den Textfluss, den Anker eingestellt. Wir haben bei Optionsfeldern gesagt, ihr drei oder ihr vier oder ihr fünf, ihr gehört jetzt zusammen und immer wieder sagen, speichern. Am Ende wird das Ganze als PDF-Dokument exportiert und jetzt können Sie es Ihren Schülern zur Verfügung stellen und die können das entweder per elektronischen Weg wieder zurücksenden oder ausdrucken. Kleine Empfehlung, bauen Sie ein Textfeld für den Namen des Schülers ein, weil es soll ja mit dem Umbenennen der Dateien immer so schwierig sein. Jetzt können Sie Ihre ganzen Sachen noch schick machen, können Bilder einfügen und so weiter und zum Schluss. Und zum Schluss ist für mich noch wichtig, dass ich Ihnen einen kleinen rechtlichen Hinweis gebe, denn Sie haben gerade ein Dokument erstellt, welches Sie veröffentlichen und auch im pädagogischen Kontext nutzen. Wir empfehlen an dieser Stelle die Lizenz OER zu nutzen, da es als Bildungsmaterial freigegeben wird. Das bedeutet, Sie schützen Ihr Werk mit der Lizenz von Creative Commons und dazu gibt es verschiedene Modelle. Gehen Sie einfach mal auf die Seite von Creative Commons oder auf die Seite von OER. Dort ist das auch ganz gut erklärt. Hier mal ein Beispiel. Einmal die Langform. Einmal dieses Werk ist lizenziert unter und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Kurzform, das Arbeitsmaterial zur Erstellung von meinem Namen und dann die Lizenz. Dass also die Namensnennung gegeben ist, es darf nicht kommerziell genutzt werden und es darf weitergegeben werden. Was nicht dasteht, kann gemacht werden. Das heißt, dieses Dokument könnte auch angepasst werden und entsprechend freigestellt werden. Hier nochmal eine kurze Anmerkung, was jetzt OER bedeutet. Und Sie finden neben dem Video auch diese Handlungsanweisung. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Üben. Machen Sie es einfach mit ganz, ganz einfachen Elementen, Textfelder, Auswahlfelder. Sie werden sehen, Sie werden dann ganz, ganz schnell kreativ, was man dann noch so alles Schönes machen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.